Bern für Sie. Das ist eine Veranstaltung für Leute, die Informationen über verschiedene Angebote der Stadt Bern erfahren möchten. Das können Migranten sein, Leute, die neu zugezogen sind nach Bern, Leute, die Migranten begleiten. Wir haben heute 12 Angebote. Das sind Angebote von der Stadtverwaltung, das sind aber auch Angebote von Vertragspartnern. Die werden heute den Teilnehmern Auskunft geben. Wir sind 4 Beraterinnen, arbeiten und wir haben 2 Standorte, eine in Bethlehemkirche und der andere in Stockacker. Trinia und Albanis sind Bumlis Stockdraff und Arabis und Tamlis sind im Kindergemeindehaus Bethlehem. Ich wollte kommen und wir schauen jedes Problem ungefähr so 15 bis 20 Minuten bei jeder Leute eine Kursberatung machen. Wenn Sie mehr Informationen oder Termin brauchen, wir machen nächsten Dienstag oder andere Seite. Wir bieten an, dass eben das gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus und wir sind auch Meldestelle für rassistische Diskriminierung. Wir haben unseren Fokus bei der Abfallentsorgung unter anderem auf die Migrationsbevölkerung gelegt. Also wir machen zum Beispiel spezielle Führungen bei uns auf dem Entsorgungshof über die Abfalltrennung und das System allgemein in der Schweiz oder spezifisch in Bern. Ho saputo dell'esistenza di questo nuovo buono per l'insegnamento tedesco che mi interessa sia come insegnante di un'istituzione sia come insegnante in privato. Ich habe erfahren, wie man sich am besten bewirbt. In den verschiedenen Gremien, in den Institutionen. Ich habe auch erfahren, was die Sportmöglichkeiten sind in der Stadt, was die Natur betrifft beispielsweise. Zum Beispiel bei neuen Ausländergesetz finde ich sehr interessant, auch für mich, weil ich interkulturelle Dolmetscherin und Kulturvermittlerin bin und ich werde diese Information natürlich auch weiterleiten. Und auch bei der Sozialhilfe war ich dabei. Wir haben verschiedene Stellen, wir haben Beratungsstellen und je nach Situation werden die Dossiers verteilt. Das Ziel dieser Veranstaltung ist auch, dass diese Hemmschwelle abgebaut wird, dass die Leute nicht Angst haben müssen, weil jeder Mensch versteht etwas anderes unter Behörden und dass die Leute wissen, sie können Fragen stellen, sie können auf uns zukommen, auf die Angebote, die Angebote der Stadtverwaltung beanspruchen, auch alle anderen Angebote von Vertragspartnern in Anspruch nehmen, ohne dass sie Angst haben müssen.